Willkommen, lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 1. Februar. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich hoffe, Sie haben einen dynamischen Tagesstart schon erlebt. Dynamische Bewegungen erleben wir hier bei den Yen-Pairs aktuell. Obgleich, und da können wir uns dann gleich mal auch auf die News begeben, hier feiertagsbedingt in China die Märkte geschlossen blieben. Nichtsdestotrotz Japan mit dem Yen natürlich geöffnet, aber hier in der Nacht einige Daten. Und ja, auch der Einkaufsmanager-Index des verarbeitenden Gewerbes gab hier auch seinen Einfluss möglicherweise. Wir hatten auch Rohstoffpreise hier aus Australien. Grundsätzlich sehen wir aber hier eine Yen-Schwäche und dementsprechend ein wahres Bollwerk an Währungen, die hier in Yen gehandelt werden auf der Vorderseite mit Profit. Wir wollen uns aber dem Yen heute nicht zuwenden oder Paaren, die vielmehr mit dem Yen im Kontext stehen, sondern uns dem Euro gegenüber dem britischen Pfund mal widmen, denn da gab es auch zuletzt eine interessante Entwicklung und das möchten wir doch mal einfach hier im Tagesschart kurz beleuchten. Ging nämlich darum, dass hier nach diesem Move, der hier im Dezember seinen Lauf nahm, bis in den Januar hinein es praktisch nicht gelang, hier in Richtung 0,90 knapp anzusteigen. Das ist ja ein Horizontalwiderstandsbereich, der sich knapp über 0,90 definieren lässt. Es gelang letztlich nicht, bis dorthin anzusteigen. Wir sahen dann vielmehr seit Mitte Januar eine sukzessive Schwäche, Schrägstrich Stärke im Pfund, und das deutete letztlich auch darauf hin, dass wir hier die Zone um 0,8345, 0,8350 nochmal anstellen. Anlaufen. Und genau dieses Level wäre hervorragend gewesen, um hier nochmal einen Einstieg zu suchen. Erinnern Sie sich hier an die Situation von Mitte Dezember. Da wurde schon gemutmaßt, dass man eben auch von diesem Level, auch unter saisonalen Gesichtspunkten mit einer saisonalen Auswertung, hier tatsächlich auf der Long-Seite hätte partizipieren können. Und so nahm es dann auch hier seinen Lauf tatsächlich. Der Euro gegenüber dem Pfund entwickelte sich mit Bravour. Jetzt aktuell, wie gesagt, blieb aber ein erneuter Test, um den Unterstützungsbereich hier abermals zu bestätigen, aus. Und das Pfund, Sie sehen es hier im Tagesschart-Intervall, schraubte sich während der letzten Tage viel mehr nach oben. Gestern auch noch mal einen richtigen dynamischen Schub erlebt. Und die heutige Tageskerze, wir müssen das direkt mal aufmachen, die sieht man ja kaum, hier in einer Little Doji-Erscheinung, also eine kleine Unsicherheitskerze, die hier durchaus noch Potenzial erlaubt. Das Währungspaar hat sich bislang auch erst 24 Pips bewegt. Das ist wirklich wenig, denn im Schnitt dürfen wir hier durchaus 75 80 Pips erwarten. Das heißt, hier ist heute auf jeden Fall noch was drin und insofern ein Blick wert, denn es scheint auch so, aufgrund dessen, dass das Währungspaar hier praktisch zuvor schon nach oben aufgedreht ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, keine weiteren Tiefs zu sehen, sich hier dieser Bereich als neue, frische, junge Unterstützung definiert, der Bereich hier um 0,8485, und wenn dieser Bereich jetzt hier nicht mehr nachhaltig auf Tagesbasis unterschritten werden würde, dann darf man ausgehen, dass wir hier durchaus weitere Performance auf der Oberseite erleben könnten. Zunächst hier bis zu den Hochs von Mitte Januar, und dann werden wir hier im Bereich 0,8850 rund, 0,8845, und dann darf man mal gespannt sein, wie es weitergeht. Rein auf Tagesbasis haben wir die Situation, dass wir saisonal, wie gesagt, kein interessantes Pattern haben. Das zeigt sich auch ein Stück weit hier im Saisonalitätsindikator. Da zeigt sich ein kurzfristiger Auftrieb, dann wieder ein Rückgang, dann hier von Mitte Februar angehend dann doch eine stärkere Bewegung bis in den März hinein, die dann allerdings Mitte März wieder abebbt. Aber einen leicht positiven Rückenwind können wir mal hier unterstellen. Und charttechnisch, wie gesagt, hat sich hier eine frühere oder jetzt vorherige Unterstützungszone aufgebaut, die das Währungspaar in einem durchaus interessanten Bias erscheinen lässt auf Tagesbasis zum einen, und zum anderen, wir widmen uns gleich der Intraday-Konstellation, denn wir haben heute ein positives Pattern der FTSE-Vektorlogik und das lädt hier durchaus ein, möglicherweise die neuen Tageshochs zu kaufen. Hier können wir auch nochmal kurz versuchen, eine Trendlinie zu skizzieren. Viele Trendlinien-Trader, die hier Kanäle oder auch gewisse Formationen zeichnen wollen, haben jetzt hier mit diesem Währungspaar ihre Schwierigkeiten, da, wie gesagt, hier eine saubere Trendlinienanlage nicht festzustellen ist. Der Markttechniker tut sich hier ein bisschen leichter mit neuen Reaktionshoch oder neuen Reaktionstiefs, die praktisch hier im Kontext der Bewegung seit Oktober ausblieben. Also insofern hier die Situation, wie man es denn betrachtet, konstruktiv bzw. wenig sinnvoll. Ich sehe aber hier durchaus Chancen auf der Oberseite beim Euro, da wir eben hier keine neuen Tiefs gemacht haben und jetzt wieder aufdrehen. Warten wir mal ab, was passiert. Wir haben heute 10:30 Uhr übrigens auch wieder News.
Die sorgten auch gestern für reichlich Bewegung. Also 10:30 Uhr ist immer für das Pfund selbst sehr, sehr wichtig und interessant. Nimmt natürlich entsprechende Einflussnahme auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund, denn wir haben heute hier den Einkaufsmanager-Index für verarbeitendes Gewerbe und das könnte hier durchaus für Volatilität sorgen. Überdies generell heute Abend noch der US-Zinsentscheid. Da werden wir morgen mal auf den Euro schauen oder auf den US-Dollar-Yen, auf jeden Fall auf einige Währungspaare, die hier durchaus da ihren Einfluss nehmen könnten. Eine Leitzinsänderung wird nicht erwartet, aber mal gespannt zu beobachten, wie der Markt hier reagiert, je nachdem, was dann noch kommt. Eine PK, also Pressekonferenz, sehe ich gerade nicht, ist auch nicht immer angedacht, war aber in den letzten Zeiten eben auch hier immer durchaus sehr, sehr interessant, was dann praktisch zum Zinsentscheid selber noch ja, geäußert wurde auf gut Deutsch. So, also, oberhalb von 0,88. 85 rund 0,88, 80 bleibt die Lage bullisch. Auf Tagesbasis gehen wir darunter, dann müssen wir mit dem Tief hier im Bereich 0,83, 45 rechnen, aber spätestens dort sollten die Bullen dann wieder zuschlagen. Gut, gehen wir mal in den Intraday-Chart, um auch die heutige Situation dahingehend zu beleuchten, weil eben hier noch nicht viel passiert ist. Wie gesagt, 10:30 Uhr muss man mit erhöhter Volatilität rechnen. Wir haben jetzt hier den Stundenchart, sehen hier einen schönen Horizontalbereich vom Hoch des 30. Januar ausgehend. Hier übrigens die dynamische Kerze während der News gestern. Das sind dann eben solche Bewegungen. Im Anschluss wurde dann relativ viel konsolidiert. Also aber alles hier auf einem bullischen Level. Und jetzt sind wir hier gerade in einer Unterstützungszone auf Stundenbasis, die sich hier sehr schön definieren lässt und eben auch hier interpretiert oder den Interpretationsspielraum zulässt, dass wir hier oberhalb dieser Zone, oberhalb des heutigen Tagestiefs, was hier markiert wurde bei 0,8570, eine bullische Ausgangssituation haben. Also 0,8570 sollte nicht mehr unterschritten werden. Gehen wir hier über den Pivot Point gerade per Stundenschlusspreis 0,8587, dann sieht die Lage sehr bullisch aus. Rein charttechnisch, aber auch rein unter dem Aspekt, dass wir hier heute eine bullische Fuzzy-Vektor-Logik haben, die hier für den 1.2. mit einer Trefferquote von 72% bei 101 Erscheinungen einen Zugewinn heute im Bereich 0,51% im Mittel veranschaulicht. Und da reden wir hier über einen Anlauf in Richtung des gestrigen Hochs. Das heißt hier, das heute technische statistische Hoch wird bei 0,8653 ausgeworfen. Das heißt, wir haben hier die Chance, das gestrige Tageshoch zu überwinden. Und wenn das gelingt, dann haben wir hier im Prinzip den theoretischen Spielraum bis in diese Höhe rein statistisch gesehen. Und das sieht doch mal ganz, ganz interessant aus. Das heutige Tagestief haben wir im Prinzip mit dem Tief schon abgearbeitet. Unter 0,8575 sollte es nicht gehen. Schauen wir auch nochmal kurz auf die 7 bis 22 Uhr Konstellation. Auch hier haben wir ein bullisches Pattern mit weniger Erscheinung, weniger Trefferquote. Aber auch hier werden Hochs im Bereich 0,8650 plus erwartet, 0,8577 sozusagen die Tiefs. Also ähnelt sich hier der einzige Unterschied, dass hier nur die Tagesbewegungen von 7 bis 22 Uhr berücksichtigt werden, um sozusagen die Pattern-Prognose zu treffen, wenn es denn hier eine Übereinstimmung überhaupt gibt. Und hier haben wir praktisch die 24-Stunden-Erscheinung, die uns dann sozusagen aber auch dann sozusagen und nochmal sozusagen uns hier so im Endeffekt eine ja, Wahrscheinlichkeit aufwirft, dass es eben heute hier einen bullischen Tag geben könnte. Bleibt spannend auf jeden Fall. Grundsätzlich zu den Szenario, neues Tageshoch-Rückkehr über den Pivot Point dürfte Potenzial entfalten. 10:30 Uhr, wie gesagt, die höhere Wolle ist so ein Stück weit das ja, i-Tüpfelchen oder auch das Riskante an der Geschichte. Aber wir wollen mal jetzt hier das bullische Szenario zeichnen für den Fall, dass es eben nach oben rausgeht. Wenn es hier natürlich wieder erwartend negative Zahlen gibt für das Pfund, nicht wieder erwarten, sondern entsprechend. Dann dürfte der Euro profitieren. Kommt es anders, starke Zahlen, die der Markt hier bullisch aufnimmt für das Pfund, dann dürfte der Euro gegenüber dem britischen Pfund eher zusammensacken. Und dann kann es natürlich hier auch, wenn wir gerade unter 0,8570 gehen, zu erheblich tieferen Ausschlägen kommen. Gerade auch um die letzten Tage hier vielleicht so ein Stück weit zu relativieren. Das wird spannend sein. Also Euro-Britisch Pfund heute im Fokus behalten, scheint mir auf jeden Fall ein Blick wert. Ich wünsche Ihnen hierbei ein gutes Händchen. Je nachdem, was Sie handeln, wie Sie handeln, vergessen Sie dabei aber nie, mit wem Sie handeln. Und hier nach wie vor der Hinweis: Das Einzige, was sich nachweisen lässt, ist, wie Sie behandelt werden. Und das tut JFT Brokers mit dem Post-Trade-Report. Heißt, Sie können Ihren Trade abspulen lassen vom Ausführungszeitpunkt, Schrägstrich von der Orderaufgabe bis zum Ausführungszeitpunkt, wer hat sie behandelt, abgehandelt, wie, mit Slippage, ohne, zu welcher Zeit und dergleichen. Pure Transparenz eben und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Handel. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag beim JFT-Devisenradar-Webinar, 15 bis 16 Uhr kostenfrei. Schauen wir nochmal auf den breiten Markt vor dem US-Fed-Zinsentscheid
Und ansonsten spätestens dann hören wir uns gern morgen wieder. In dem Zusammenhang eine gute Zeit, ihr Christian Kämmerer. Auf bald und tschüss.